take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es weitere Squad Building Challenges. Es ist Freitag, der 13. und wir wollen uns heute kümmern, und zwar um das Road to the Final Team Nummer 2. Da haben wir es kurz gesehen mit Hazard und Co. Also wir haben diesmal UEFA Champions League und UEFA Europa League Karten direkt zusammen draußen. Zwei neue Teams sind am Start. Da sehen wir schon Koulibaly, Gabriel Jesus, Hazard, Kessié und Sissoko. Ja, und falls ihr generell keinen weiteren Call mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne eins zu uns war das Video supporten mit einem Daumen nach oben, 300 Likes. Gebt euch wieder als Ziel raus, gerne auch eine Glocke einmal aktiv hier lassen, ein Abo da lassen, Jungs. Auf dem Weg zu den 38.000 Abonnenten. Es fehlen uns wirklich nur noch knapp 50 bis 100 Leute, Jungs. Also lasst uns das auf jeden Fall heute noch voll machen. Wäre auf jeden Fall mega, mega nice. Ja, und übrigens, kurze Information, ich bin ab 20.30 Uhr. 2015 sollte dieses Video online gehen. Ab 20.30 Uhr bin ich live bei Twitch. twitch.tv/archiegaming. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Oder schaut einfach mal gerne bei Twitch vorbei. Ja, wir gucken uns an, was gibt's Neues? Der Weg ins Finale Team 2. Ja, okay. Eine Woche verbleibt. Sehen wir schon mal. 6 Tage, 23 Stunden verbleibt in Packs verfügbar. Wir werden natürlich nachher versuchen, ein paar Packs zu ziehen im Livestream. Später werdet ihr das wahrscheinlich am Wochenende dann in Videos hier auf YouTube sehen. Ja, aber falls ihr aktiv Sets schon mal beisteuern wollt, könnt ihr gerne unter anderem zum Beispiel die Gold Upgrade SBC machen. Oder vielleicht habt ihr auch im Shop die ein oder andere Sets aufbewahrt. Auch die öffnen wir natürlich gerne über SharePlay oder Twitch selber. Also da auf jeden Fall die Information schon mal raus an euch. Und ich würde sagen, wir gucken uns alles Step by Step einmal an. Wir fangen an mit den Zielen. Gibt es denn da neue, zum neuen Wochenanfang sozusagen, was die Tagesaufgaben bzw. Ziele insgesamt angeht? Wir haben eine neue Karte, und zwar Korea. Road to the Final Korea ist am Start mit 4 Segmenten zum Abschließen. Wir bekommen eine 84er Korea-Karte zurück, 87er Tempo, 79er Schuss, 81er Passen, 88er Dribbling, 42er Def und 73er Physis. Falls ihr noch nicht wisst, wie die Road to the Final Promo läuft, ist es so, dass quasi das Team jeweils von dem jeweiligen Spieler ja am besten so weit wie möglich in der Champions League oder Europa League kommt. Dann wird das immer ganz hier geupgradet. Also zum Beispiel Viertelfinale, hoch aufs Halbfinale, hoch aufs Finale und so weiter und so fort. Da muss man natürlich hoffen, dass in diesem Fall zum Beispiel Lazio relativ weit kommt, denn dann wird diese Karte umso besser. Gucken wir uns gleich alles bei Footbin im Detail, würde ich sagen, auf jeden Fall nochmal an, klar. Und dann haben wir Road to the Final Gruppenphase. Ich glaube, das ist immer doch das, was schon die ganze Zeit da ist. Ja, bin ich mir eigentlich sicher. Silverstar ist immer noch, Road to the Final Condé ist auch immer noch am Start. Also da ist noch einiges auf jeden Fall da. Woche 6 Bronze jetzt am Start, alles klar. Und wir haben anscheinend auch ein neues Team-Segment. Das gab es ja letzte Woche nicht. Ne, ist anscheinend immer noch das Gleiche, alles klar. Wissen wir da auch Bescheid. Und natürlich müssen wir gucken, gibt es neue Squad-Building-Challenges? Ja, ihr seht es wahrscheinlich jetzt schon im Titel oder im Thumbnail. Ich weiß es jetzt noch nicht. Gucken wir erstmal, bevor wir komplett ins Team gehen. Jo, Alexandro, Jungs. Ah, nur noch 83 Tempo, aber Allrounder auf jeden Fall. Boah, da bin ich mal gespannt, was die SBC hier kosten soll. Ist nur noch 23 Stunden verbleibend. Newcomer Challenge. SBC, ich glaube, das ist die von gestern. Ich gucke mal gerade schon mal direkt bei Footbin nach, ob sonst noch eine SBC rausgekommen ist. Nein. Alexandro Heuminson natürlich hier. Ihr seht es schon, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die ist natürlich auch rausgekommen, die Karte. Da wird es wahrscheinlich dann morgen als ersten Upload vielleicht, mal schauen, wie ich das Ganze mache, nochmal ein separates Video geben natürlich zu Son 4 Sterne, 5 Sterne. Lohnt sich die SBC? Ja oder nein? Wartet gerne da das Video auf jeden Fall ab. Ja, wie sieht es hier bei Alexandro aus? 3 Sterne, 3 Sterne. Hochbild sind die Arbeitsraten. 1,80 groß, natürlich, wie gesagt, Luft nach oben. Ja, also er wird natürlich, je nachdem, wie weit Juventus jetzt kommt oder Piemonte Calcio, wie man es auch immer möchte, natürlich geupgradet. Ja, das ist natürlich schon mal nice. Wir sehen das Spielerbild, was relativ nice aussieht. Brasilien-Link ist nice, Serie A und natürlich auch der Juventus-Link. Wir denken da an ein CR7. Ah, das sieht schon mal nice aus. 91er Ausdauer. Tempo kann man ordentlich boosten, also Encore würde ich sagen, direkt drauf und dann Abfahrt mit dem Kollegen. Tempo-Dribbler CPU, aber leider bringt er mit. Und da heißt es, hole dir UEFA Champions League Road to the Final Alexandro. Wir haben eine Woche Zeit für diese SBC. Ich denke, das wird auf jeden Fall ausreichend sein. Die Frage ist, was gibt es für Packs zurück und so weiter und so fort. Prime-gemischtes Spielerset und ein Jumbo-Premium-Gold-Pack für 86er Graden Squad und 84er im Team of the Week mit... Das ist schon happig, Jungs, oder? Das ist auf jeden Fall schon happig. Also, Stand jetzt würde ich erstmal sagen, Daumen nach unten. Ich gucke mal gerade, preislich sieht es wie folgt aus, und zwar 160 bis 170, eher 170 bis 180.000 Münzen für diese SBC.
Wie gesagt, die SPC ist eben erst rausgekommen, ja, sie ist ein paar Minuten alt. Vielleicht warten wir einfach ab, wie sich diese SPC jetzt preislich noch ein bisschen wandelt in den nächsten Tagen und nächsten Stunden. Sagen wir einfach jetzt, so 150.000 Münzen müsst ihr für ihn hinlegen. Aber ist 150.000 Münzen wert? Die Frage ist natürlich, wie weit kommt Piemonte Calcio? Wie weit kommt Juventus Turin in der Champions League? Und dann wird das natürlich eine richtig nice Karte. Gucken wir uns das direkt mal an. Im Vergleich, ich schaue mal eben rein, wie das Ganze aussieht. Zu seiner 85er gewählten Karte ist das Stand jetzt ein plus 2 auf Tempo, plus 1 auf Schuss, plus 2 auf Passen, plus 1 auf Dribbling, Def und dann auch nochmal plus 1 auf die Physis. Also momentan natürlich noch nicht der heftigste Upgrade, aber dadurch, dass sie natürlich früher oder später upgradebar ist, auf jeden Fall eine gute Option. Sehr, sehr Allrounder-Stats, die wir hier auf jeden Fall gesehen haben. Sehr, sehr ausgeglichene Karte. Die könnte auf jeden Fall sehr, sehr Spaß machen. Und Chemistry-Style-mäßig entweder, wie gesagt, mit dem Shadow, wenn ihr wirklich das Tempo maximal boosten wollt, oder natürlich dann ganz klar mit dem Encore gehen. Ja, 88 Tempo mit dem Encore, 93, ja, ich will wahrscheinlich eher mit dem Shadow gehen. 93 Tempo, dann 90 Def am Start, das sieht schon sehr, sehr nice aus. Kommen wir zum Road to the Final Team, Nummer 2. Und das blende ich euch jetzt mal eben kurz ein. Wen haben wir da alles am Start? Und zwar haben wir am Start ein Hazard, Gabriel Jesus, habe ich beim letzten Mal schon predicted, im ersten Informationsvideo, Promes ist am Start, Draxler und ein Akanji. Aus der Champions League und aus der Europa League haben wir Koulibaly, Grimaldo, wir haben Porto am Start, Sissoko, Cassie, Bebu für Team 2, der UEFA Europa League Road to the Final Team. Jungs, also ich muss eins schon mal sagen, die Auswahl, die EA sowohl in Team Nummer 1 getroffen hat, aber jetzt auch hier in Team Nummer 2. Also da muss man ganz klar sagen, das ist auf jeden Fall eine Top-Geschichte und man darf nicht vergessen, ja, natürlich sind auch immer noch Aubameyang, Ndidi, Diaby, Renato Sanchez und Perez weiter bis mit Dienstag in den Packs verfügbar, falls ihr das noch nicht vergessen dürftet. Also da auf jeden Fall die Informationen schon mal raus. Dann haben sie noch ein FAQ gemacht. Ja gut, das kennen wir schon alles. Also die Spieler müssen selber nicht für den Club selber spielen. Also Alexandro könnte sich jetzt zum Beispiel morgen verletzen. Aber sobald Juve einfach weiterkommt, beispielsweise im Finale, dann wird trotzdem diese Alexandro-Karte oder alle anderen RTTF-Karten, zum Beispiel auch Isco, werden natürlich weiter geupgradet. Also Isco könnte sich jetzt auch zum Beispiel morgen oder heute noch verletzen, wäre komplett egal für die Karte, ja, für die, die es vielleicht nicht wissen. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze nochmal hier vielleicht an, wenn das Ganze denn funktioniert, bei den Neuigkeiten, wie das Ganze denn aussieht. Spielupdates, Item-Drops, ja, hier ist nichts wirklich was drin. Annehmen. Ja, sieht man was? Nee. Ja, doch, vielleicht swipet es doch rüber. Man weiß es nicht. Ah doch, hier sehen wir es wunderbar. Road to the Final Team Nummer 2. Hazard, Koulibaly, Grimaldo, Porto, Gabi, Jesus, Promes, Correa, Draxler, Akanji, Cassie und Bebu. Und eigentlich können wir, Jungs, ja, jetzt wo wir das Ganze quasi auch im Filter einstellen können, und das Ganze einfach mal anschauen, ja, UCL, Road to the Final und beispielsweise mal uns einen Draxler anschauen, die Karte selbst, Julian Draxler ist ja schon da, wahrscheinlich, ja, sehr viel auf dem Transfermarkt, Jungs, und bei ihm kommt natürlich das gute 4 Sterne, 5 Sterne, Mittel sind seine Arbeitsraten, finde ich jetzt persönlich nicht so nice, aber wie gesagt, PSG immer eine gute Option, leider noch kein Spielerbild am Start, da muss man noch gucken und hoffen, dass er da was vielleicht bekommt. Hazard habe ich normal selber im Squad drinne. Hazard aber auch natürlich eine Top-Geschichte, ist auch schon am Start. Die kostet natürlich dementsprechend auf jeden Fall auch viel. Also Jungs, auch er mit seinen 4 Sternen am Start. Vielleicht gehe ich das Ganze kurz durch. Sissoko natürlich auch eine Top-Geschichte von der 79 hoch auf die 82, Jungs. 1,2 Millionen Price-Range bei einem Sissoko am Start. Gabriel Jesus, Brasilien-Link, 4 Sterne, 3 Sterne, leider nur, aber auch guter Player-Pick. Und Promes mit seinen 5 Sternen, 4 Sternen, also die bevorzugen sie auf jeden Fall. Maximal-Range bei Promes nur 270.000 Münzen, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gering. Das wird wahrscheinlich noch geupgradet. Akanji finde ich auch eine interessante Option, weil er halt schon 81 Tempo hat, 84 Def und 80 Physis auf dieser besagten Karte, auf der Normal ja 77, 80 und 76. Er hat eine Price-Range von 550.000 Münzen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die dabei bleibt, aber wenn Dortmund hier und da ein, zwei Runden weiterkommt, könnte das auch eine richtig kranke Karte werden. Cassie finde ich auch eine geile Auswahl, Bebu für die Bundesligaspieler, Koulibaly auf jeden Fall auch eine Top-Auswahl, Grimaldo ebenfalls, also da muss ich ganz klar sagen,
dass das auf jeden Fall eine 10 von 10 ist, ja, was die ganze Auswahl angeht. Also da muss man einfach ganz klar sagen, EA hat richtig, richtig, richtig geile Spiele ausgewählt. Worüber wir diskutieren können, ist vielleicht, also ich würde sagen tatsächlich, Hazaka, Jesus, Promes, Draxler, Akanji, können wir gar nicht, ist alles top, Koulibaly ist top, Grimaldo top, Porto, interessant, Porto könnten wir vielleicht mal kurz diskutieren drüber, Sissoko auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben, Kessié ebenfalls und Bebou als Bundesliga-Spieler, lassen wir auch mal Daumen hoch da, gucken wir uns Porto an, gemeinsam mal hier. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das an. Also er an sich 90 Tempo, 3 Sterne, 4 Sterne. Hoch sind seine Arbeitsraten. Feiere ich persönlich schon nicht, aber er hat 89 Ausdauer. Oh Jungs, die Karte könnte richtig krank werden. Gucken wir uns mal eben an. Die UEFA Europa League Road to the Final Karte. Jo, 92 Ausdauer, 92 Antritt, 92er Sprintgeschwindigkeit. Heftig. Angeschnittener Schuss. Jungs, da könnte halt das Einzige, was nerven kann, sind die 3 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß und die Arbeitsraten. Ist ja auch sehr, sehr klein, aber der ein paar Upgrades und dann auf jeden Fall abfahren mit dem Kollegen. Kessié sehr, sehr gut allrounded. Also Jungs, ich muss ganz klar sagen, und jetzt Alexandro noch als SBC-Auswahl. Also Jungs, das ist top. Es ist einfach nur mega. Von mir eine 10 von 10. Korea jetzt hier auch noch. Geiles Spielerbild, feiere ich extrem. Also wie gesagt, mein Daumen geht nach oben und das ist es tatsächlich heute für den Freitag schon gewesen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach nachher im Livestream wieder bei Twitch. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Ganze. Korea, schließt den ab, ja oder nein? Ihr lasst mir natürlich gerne in die Kommentare wissen, ja, wie ihr das Team Nummer 2 findet, die Objective-Geschichte, die Alexandro SBC, das Team an sich. Schreibt mir gerne eure Meinung runter in die Kommentare. Wäre nice auf jeden Fall für den Algorithmus alleine schon. Gerne auch, wie gesagt, den Daumen nach oben da lassen. Und gerne einmal die Glocke aktivieren. Seit neuestem könnt ihr auch Kanalmitglied hier werden auf dem Kanal. Checkt das gerne unten mal ab, die Boni. Und damit würde ich sagen, ja, war es das mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns gleich im Livestream wieder. Und sonst morgen, da wird es dann morgen und übermorgen Wochenende-Time. 2 Uploads pro Tag geben. Ihr wisst Bescheid, einmal 12 Uhr mittags. Und dann, wie auch heute übrigens schon, Top-Partien sind heute um 12 Uhr online gekommen, weil die gestern ja verspätet kamen. Ja, schaut es gerne an, oben rechts auf dem i einmal. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Flo von Archie Gaming. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!